Mittwoch, 11.03 Uhr. Der Wasserstand ist bei 49,23 mm. Oder Metern über. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Wir sind wieder in der Rolle von Ethan. Der anscheinend nun zum ersten Punkt hingeht. Zu seiner ersten Aufgabe. City Garage. General Hire Service. Können ja mal ganz kurz hier gucken, da ist nix. Ich muss immer an den Schacht denken. Sean wirkte erschöpft. Aber wenigstens ist er am Leben. Ich tue alles, um ihn da rauszuholen. Ja, das werden wir. Der Parkschein in der Origami-Figur führt zu dieser Werkstatt. Was werde ich hier finden? Vielleicht ein Auto? Ich sollte mit dem Mechaniker da drüben sprechen. Dann tun wir das mal. Entschuldigen Sie? Hallo? Hey! Oh! Sorry, war beschäftigt. Haben wir gemerkt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, ich habe da so ein Auto, ne? Beziehungsweise einen Parkschein. Da würde ich gerne das Auto haben. Ich möchte... mein Auto. Warum geht er jetzt weg? Hey, Sie haben vielleicht eine Geduld. War ich schon mal hier? Ich erinnere mich nicht. Sind jeden Monat mal gefahren, haben Reifen und Batterie gecheckt, genau wie Sie es gesagt haben. Ich war noch nie hier, Alter. Hier, drittes Tiefgeschoss. Den Fahrstuhl finden Sie am Ende der Werkstatt. Wo ist er denn jetzt so? Ah, da vorne. Alles klar. Ich dachte, ich darf jetzt da mit reingehen. Danke. Einen schönen Tag noch, Meister. Fahrstuhl am Ende der Werkstatt. Drittes Tiefgeschoss. Da ist ja der Elevator. Ein Auto? Warum soll ich ein Auto suchen? Das Auto steht seit 2 Jahren hier. Was bedeutet das? Okay, ich bin gespannt. Er hat jetzt gerade keine Gedanken. Es geht abwärts, Dude. Es geht abwärts, Dude. Wo kam das mal her? Das war aus irgendeinem Film. Okay. Ich überlege gerade, haben wir irgendwelche Gedanken? Nein, gar nichts. Das ist so ruhig. Ach, da hinten ist es. Alles klar. Okay. Können wir nicht lieber irgendein anderes nehmen? Hier, dieses grüne Auto sieht geil aus. Damit will ich fahren. Obwohl es doch ein bisschen ramponiert aussieht. Okay. So, das war unseres, wenn ich das richtig gesehen hatte. Wir probieren es einfach mal. Okay. Was haben wir denn hier? Da ist Schublade. Wie? Willst du nicht aufmachen? Was haben wir hier so in den Seitenfächern? Gar nichts. Okay, und hier? Da haben wir doch was. Ein Navi. Ich hoffe, es ist nicht so nervig wie bei Zelda. Schalten wir es mal an. Ihr Ziel liegt 4 Meilen entfernt. Oh Gott. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen. Alles klar. Wir haben die Mission gehört. Und los geht's. Wo fährt er jetzt so raus? Das sah mir nicht so aus, als würde man da rauskommen. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. Rechts halten und die erste Ausfahrt nehmen. Ist aber eine angenehme Navigationsstimme, sag ich mal. Besser als die, die man sonst so hört.
Was? Sieht so neblig aus. Die Musik wird dramatisch. Das ist nicht schön. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Hören Sie genau zu. Fahren Sie auf dem Highway 5 Meilen gegen die Fahrtrichtung. Wenn Sie in 5 Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt. Ich schaffe das. Ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Meine Hände zittern so. Ich schaffe es nicht. Schaffst du es? Ich schaffe es nicht. Ethan, das sind nur 5 Meilen. Oder 4. Ich will nicht sterben. Nicht hier. Nicht so. Alles klar, und? Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Genau. Die einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Genau, so musst du das sehen, Ethan. Ich muss es tun für Sean. Ich habe keine Wahl. Und los geht's, würde ich sagen. Ich habe doch ein bisschen Angst. Ich weiß jetzt nicht, was mich erwartet. Ich weiß, dass ich das beim ersten Mal spielen auf keinen Fall geschafft habe. Da habe ich total versaut. Oh Gott. Noch schaffe ich's. Weg da. Ey, ich hab gut reagiert, komm. Alter. Oh, das war nicht leicht. Willst du mich verarschen? Warum gerade dieses Controller lenken? Alter, Alter, Alter. Das war doof. Das war sehr doof. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. In 3 Meilen haben Sie Ihr Ziel erreicht. In 3 Meilen erst? Wie wär's, wenn ihr mir mal hier eine kurze Ruhepause gibt? Alter. Alter. Und wie diese Buchstaben. Speedlimit 30. Aus dem Weg, verdammt, aus dem Weg, los. Komm, wir nehmen einfach die Schranke mit. Oder so. Mist. Polizei. Okay. Okay, okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. 1 Meile noch. Du fährst in die falsche Richtung. Nicht rammen. Wir wollen keinen Stress. Ja, mach ein Überholmanöver. Scheiße. Oh Gott. Nein, 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 nein. Falsche Taste, verdammt. Verdammt. Verdammt, ich hab's gedrückt. Ich hab's gedrückt gehabt. Ich hab wirklich gedrückt. Haben wir jetzt überlebt? Ziel erreicht. Bitte Ethan, drücken Sie das Ethan, Display. Drück das Display. Ziel erreicht. Bitte drücken komm, Sie komm, das komm, 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 komm. Oh, jetzt auch noch auf den Kopf. Bitte drücken, Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Im Handschuhfach, natürlich. Ihre jetzt muss ich das alles auf den Kopf denken, oh Gott. Komm, komm, komm. Wir haben nicht viel Zeit, Ethan. Das Auto brennt. Ich nehme immer die falsche Taste, verdammt. Handschubfach, Handschubfach. Das war... Da. Komm, komm. Jetzt noch R2, ja. Komm, Ethan, das kriegen wir hin. Wir kriegen es hin. Wir müssen uns nur ein bisschen beeilen. Nimm es auf, ja. Sehr schön. Und jetzt da raus. Aber schnell. Los. Ethan. Ethan. Gedrückt halten. Alles klar. Okay, okay, okay. Sieht gut aus. Komm. Ey, das Auto brennt sowas von. Nicht mehr normal gerade.
Da raus, komm. Die Tür ist natürlich zu. Nicht wirklich, oder? Mach's auf, komm. Dann da. Einen schönen Tritt. Sehr schön. Jetzt raus da. Schnell raus. Ganz, ganz schnell. Bitte, 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 bitte. Oh, wir haben es geschafft. Oh, ich habe es erstmal diese Mission geschafft. Hast du super gemacht, Ethan. Wirklich klasse. Ich hatte da meine Bedenken, dass wir das schaffen, aber wir haben es hingekriegt. Na komm, ich dachte, wir kriegen Buchstaben. Ah, okay. Sieht schon mal gut aus. Ja, also wir hatten anscheinend doch noch ein bisschen Zeit gehabt. Und ich mache da so viel Druck auf Ethan. Tut mir leid. Nur ich wollte nicht, dass du stirbst. Dein Leben ist mir wichtig. Ja, ich weiß, ich hatte Nathaniel oder Nathaniel oder wie er hieß, abgeknallt vor 2 Folgen, aber das war aus Versehen. Mittwoch, 15.15 Uhr, 50,95 Millimeter oder über den 0 Millimeter Rahmen, wollte ich gerade sagen, aber nee, ich habe keine Ahnung. Ihr könnt mir das ja in die Kommentare schreiben, was dieses MM bedeuten soll, aber eigentlich Millimeter oder nicht. So, und wir spielen jetzt wieder mit der netten Reporterin, dessen Name mir immer noch nicht einfällt, oder beziehungsweise ich habe ihn wieder vergessen. Wir haben sie ja schon nackt gesehen, beziehungsweise ich. Ihr habt sie mit Zensur gesehen. Der wunderschönen Zensur. Okay. Ich bin todmüde. Ich muss schlafen. Ja, und darum gehen wir jetzt zur Rezeption. Hoffentlich haben die ein Zimmer. Gucken wir mal. Niemand zu Hause. Die Stimmung hier ist bedrückt. Vom entführten 10-jährigen Sean Mars fehlt noch immer jede Spur. Er verschwand gestern Abend. Von einer weiteren Tat des Origami-Killers aus. Bestätigen sich die Berichte, könnte das... Hallo, schöne Frau. Was kann ich für Sie tun? Die Stimme. Ein Zimmer, bitte. Für Sie? Sofort. Füllen Sie das aus. Du siehst ein bisschen merkwürdig aus. Okay, wir unterschreiben einfach schnell und gehen in unser Zimmer, dann sind wir ihn los. Bitteschön. Madison Page. Madison, genau. 27. Ledig. Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Page? Ich weiß nicht. Zimmer 201, letzter Stock. Treppe ist im Hof rechts. Okay. Danke. War mir ein Vergnügen, Lady. Guck mir nicht so auf den Arsch. So. Ich hoffe, der widerliche Rezeptionist hat keinen Zweitschlüssel zu meinem Zimmer. Eine Horrorvorstellung. Ja, irgendwie schon. Zimmer 201. Treppe rechts, letzter Stock. Ich weiß, ich bin jetzt falsch hochgegangen, aber ich hoffe mal, ich komme da irgendwie trotzdem lang. Aber wenn euch das jetzt mal aufgefallen ist, das ist dasselbe Motel, wo auch Ethan ist. So, 101. Wir müssen, glaube ich, sowieso noch eine Etage hoch. Genau. Ich glaube, Ethan war in Zimmer 207, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und sie hatte ja Zimmer... Was? Fremder? Da ist jemand. Ist er...
Ist er verletzt? Oh. Oh, Ethan. Hallo? Sind Sie okay? Ich rufe den Notarzt. Nein, kein Notarzt. Warum sind alle so gegen den Notarzt? Sie sind verletzt. Sie brauchen einen Arzt. Bitte, ich will nur in mein Zimmer. Zimmer 207. Ich bin gut. 207 war richtig. Na los, dann bringen wir ihn mal ins Zimmerchen. War ja gleich. Hier vorn. Er ist völlig neben der Spur. Was zum Teufel ist mit ihm passiert? Haben Sie den Schlüssel? So, und öffnen. Ja, also man sieht schon, Ethan ist doch stärker angeschlagen, als wir eben noch gesehen hatten in der letzten Folge. Okay. Er hat Probleme. Ich kann nicht einfach weggehen und ihn sich selbst überlassen. Das geht mich nichts an. Ich lasse ihn da und sage an der Rezeption Bescheid. Er will nicht ins Krankenhaus? Warum? Ich helfe ihm erst und dann stelle ich Fragen. Sie sehen schlimm aus. Sie müssen zu einem Arzt. Es sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt. Ich werde schon nicht sterben. Aber es tut sau weh. Ihr Kopf blutet, die Wunde sieht schlimm aus. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Medizin. Normalerweise ist im Badezimmer ein Medizinschrank. Ja, ich bin schon unterwegs. Schnuckel. Paraphenol, Fiebermittel, nur bei hohem Fieber zu verabreichen. Nee. Was haben wir hier noch? Was ist das hier? Seine Wunde muss desinfiziert werden. Das ist also schon mal richtig. Okay. Anscheinend, denke ich mal, sie hat immerhin nichts dazu gesagt. Ich desinfiziere ihre Wunde. Könnte etwas wehtun. Ach ja, Schmerz gewohnt. Ganz sanft. Ganz sanft. Ja, fein machst du das, Ethan. Ganz ruhig. Fertig. Die Wunde ist gesäubert. Was? Danke. Wir können ja noch mal ganz kurz gucken, ob wir da noch was finden. Was haben wir da? Nicofren 100 Antibiotikum bei Infektionen. Ja, komm, wir geben ihnen einfach mal alles. Kann ja nicht schaden. Hier. Nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Ist ein Antibiotikum. Antibiotikum? Ich bin kein Arzt, aber eine gebrochene Rippe löst doch wohl keine Entzündung aus. Nee, aber deine Kopfverletzung. Okay, vielleicht finde ich etwas anderes. Ja, wie eine Kopfverletzung. Wäre das nicht super gewesen? Kann ja sein, dass er sich irgendwie infiziert hat. Mit einem Zombie und so ein Kram. Ihr kennt ja das Ganze. So, was haben wir hier noch? Paracomol, Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Ja, komm, nimm einfach mal drei und das sollte reichen. Hier. Nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Schmerzmittel. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Laut Packung reicht eine für 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Genau. Ich kann es mir nicht leisten zu warten. An Ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Ich brauche eine Dusche. Okay, ich helfe Ihnen. Wie, du hilfst ihm, willst du ihn jetzt ausziehen oder was? Also ich bitte dich. Madison, erst siehst du dich aus für uns, jetzt willst du ihn noch für uns ausziehen. Ich warte, bis Sie rauskommen. Sagen Sie, wenn Sie was brauchen.
mich so an. Reden Sie. Dann weiß ich, wenn Sie umkippen. Wie heißen Sie? Madison. Wohnen Sie hier im Hotel? Nein, ich wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen. Keine Ahnung, warum. Wenn ich zu müde werde, dann verbringe ich die Nacht hier. Ich bin auf der Durchreise. Was machen Sie sonst, Madison? Sind Sie nicht Fremde verarzten? Ich bin Fotografin. Ich fotografiere Möbel für trendige Designmagazine. Und Sie? Ich bin Architekt. Okay, sie hat auf jeden Fall schon mal die Origami-Figur gefunden. Ich glaube, das war es nicht ganz so gut. Er kommt. Schnell. Setz dich irgendwie hin. Dann sieht's aus, als hättest du nichts gemacht. Danke fürs Bleiben. Mir geht es viel besser jetzt. Okay. Ich gehe dann mal. Ich hoffe, sie hat jetzt irgendwas Schlimmes gefunden, außer die Origami-Figur. Übrigens, wie heißen Sie eigentlich? Ethan. Passen Sie auf sich auf. Süß. Du hättest sie um Hilfe bitten sollen, Ethan. Ja, und jetzt spielen wir gleich wieder Ethan. Der Karton. Ich muss noch eine Origami-Figur öffnen. Ja, das kommt gleich. Es tut noch weh. Aber ich muss weitermachen. Ich weiß nicht, warum sie mir geholfen hat. Hoffentlich erzählt sie es niemandem. Ich habe keine Zeit. Ich muss meinen Sohn finden, bevor es zu spät ist. Ich habe großen Durst. Großen Durst? Ah, schön. Da habe ich was für dich. Ich habe nämlich hier mit Madison was Cooles gefunden. Kann dir helfen. Sieht aus wie Gin auf den ersten Blick. Was ist es? Normales Wasser. Oh. Also Ethan. Ist ja ruhig mal einen Schluck Alkohol da drin haben können. Mann. Diese Erwachsenen von heute haben nicht mal Alkohol. So, mal gucken, was unsere nächste tolle Aufgabe ist. Die Musik wird wieder spannungsvoll. Nummer 2. Okay, genau, das Gelbe war das, wenn ich das richtig gesehen hatte. Sind aber cool gemacht, diese Dinger. Sind sie bereit zu leihen, um ihren Sohn zu retten? Das alte Kraftwerk in der, irgendeiner Street, die ich jetzt nicht so schnell lesen konnte. Okay. Nimm dir am besten noch ein paar Schmerztabletten mit, oder? Nicht? Ich hätte sie mitgenommen, Ethan. Für unterwegs, du weißt schon. Aber okay.